23 Börse People. Unknowing Season 8. Presented by Rosinger Group. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8 der Werdegang und Personality Folgen ist präsentiert bei Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 13. Gast in Season 8 ist Florian Warneck. Er ist seit 33,5 Jahren bei der Wiener Börse und dies stets und mit Leidenschaft im Bereich Anleihen. Seine aktuelle Funktion lautet Senior Manager Debt Listings bei der Wiener Börse und genau darüber werden wir jetzt reden. Lieber Florian, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio. Ja, hallo Christian, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und auf ein spannendes Gespräch. Anleihen sind absolut en vogue. Du bist ein Gesicht der Anleihen an der Wiener Börse seit, wie man gesagt hat, mehr als 33 Jahren. Was mich kurz einleitend interessiert, was war damals als junger Bub dein Motiv, zur Börse zu gehen und dich dann im Speziellen für die Anleihen zu interessieren und spezialisieren? Also ich habe mich schon als 14-Jähriger für Wirtschaft interessiert und nicht die Sportseiten, sondern die Wirtschaftsseiten in der Zeitung gelesen. Ja, genau. Nein, ich habe mit 14 nur Sport gelesen, gebe ich zu. Okay, ja, genau. Ja. Bist du später zum Kapitalmarkt gekommen. Mit 18 nach der Matura habe ich meine erste Anleihe gekauft. Oh. Damals eine 8,5% erste Bankanleihe. Mhm. Ende der 80er Jahre waren, Mitte der 80er Jahre waren die Zinsen ja recht hoch. Genau. Bin aber dann durch Zufall eigentlich in der Börse gelandet, aber das Leben wird oft durch Zufälle bestimmt. Ganz genau. Aber mit 18 Anleihen zu kaufen ist schon sehr spannend. Du hast von den 80er Jahren gesprochen. Ich war damals in einer Bank und die Kunden, ja, die haben einfach 8,5 gekriegt in der Fremdwährung im Dollar und im Kan-Dollar 12-13%. Das war damals Status Quo. So richtig whatever you want auf der Anleihenseite. Jetzt machen wir mal eine kurze Zeitreise noch zu den Anleihen. Wir haben die extrem hohen Zinsen gehabt. Wir haben dann eine Phase gehabt, wo es gar keine Zinsen gegeben hat, wo es Negativzinsen gegeben hat, da ist das Geschäft quasi fast zum Erliegen gekommen, glaube ich, für die Käuferseite, für die Emittentenseite war es natürlich sehr spannend. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, mit dir eine kleine fachliche Reise auch in Richtung Anleihen zu gehen und wirklich ganz, ganz unten beginnen. Was ist eine Anleihe, lieber Florian? Eine Anleihe ist ein Forderungswertpapier. Grundsätzlich kann man Wertpapiere klassifizieren in Beteiligungswertpapiere, das sind Aktien vor allem, und Forderungswertpapiere, das sind vor allem Anleihen, aber auch Zertifikate. Zertifikate sind aber ein eigenes Thema. Investmentfonds sind eine Sonderklasse, weil da hat man rechtlich gesehen einen Anteil an einem Sondervermögen. Mhm. Forderungswertpapiere heißt, wenn man eine Anleihe erwirbt, kauft, ist man Gläubiger von dem, der sich das Geld ausborgt. Das heißt, der sich das Geld ausborgt, das ist der Schuldner oder in der Fachsprache Emittent genannt. Mhm. Als Gläubiger bekommt man natürlich am Schluss das Geld zurück, sollte zurückbekommen und erhält Zinsen im Regelfall. Bei Beteiligungswertpapieren, Aktien, die laufen ja grundsätzlich ohne Laufzeit. Ist man gewinnabhängig verzinst, verzinst kann man fast nicht sagen, sondern bekommt Gewinnanteile. Ausschüttungen, Dividenden. Und hat einen Anteil am Kapital. Und das ist eben ganz wichtig. Bei einer Anleihe ist man nicht beteiligt an einer Firma oder am Emittenten, sondern man ist eben Gläubiger. Das heißt, aus der Sicht von Anleihenemittenten ist das eine Art Kredit, kann man sagen. Ne? So ist es. Es ist ein Darlehen für den Emittenten. Genau. Wer sind jetzt typische Leute oder Institutionen, Unternehmen, die solche Anleihen begeben? Für wen ist das interessant? Wer sind die größten Schuldner? Also im Prinzip kann rechtlich gesehen jeder eine Anleihe begeben. Ich auch? Ja. Echt? Wir haben sogar mal nachgedacht, oder es gab sogar mal den Plan von Individualanleihen, ist aber nicht umgesetzt worden, nämlich von Sportlern, die sich zum Beispiel in die Formel 1 einkaufen wollen und
ergebnisabhängig, einkommenssteuerabhängig verzinst. Vor 20 Jahren gab es diese Idee, wurde aber dann nie umgesetzt. Jetzt bin ich neugierig, das passt ja fast zu unserem Wegbegleiter Toto Wolf irgendwie von der Idee her, der mit Joe Wood auch an der Wiener Börse war und die 20 Jahre passen auch in die Zeitreihe. Ja. Einer der genialsten Manager worldwide jetzt im Sport. Würde zu ihm passen, aber ich möchte jetzt nicht weiter nachfragen. Ja. Aber jedenfalls die größten Anleihenemittenten in Österreich, man muss unterscheiden zwischen Anzahl der Anleihen und Emissionsvolumen. Emissionsvolumen, da dominiert natürlich die öffentliche Hand mit der Republik Österreich. Die Republik Österreich muss ja ihr Budgetdefizit irgendwie finanzieren. Das tut sie primär über die sogenannten Bundesanleihen. Das sind allgemein, sagt man, wenn eine Anleihe von einem Staat begeben wird, Staatsanleihen. Die Staatsanleihen der Republik Österreich heißen eben Bundesanleihen. Völlig dominant vom Emissionsvolumen her. Von der Anzahl her sind die Bankanleihen dominant und an dritter Stelle kommen dann die sogenannten Corporate Bonds, das sind Unternehmensanleihen vom Nicht-Finanzsektor. Zum Beispiel von einer Wienerberger, Voestalpine und vielen anderen auch. Aber ja. Sowohl von den großen börsennotierten, aber auch von kleineren nicht börsennotierten Firmen wie der WB Wind zum Beispiel, einer der größten Windkrafterzeuger in Österreich aus dem Waldviertel. Die ja Jahr für Jahr Anleihen begeben, stolz darauf sind und auch immer wieder ausverkauft sind mit ihren Anleihen, also schnell gezeichnet. Und um kurz abzuschweifen, auch nicht mit Hilfe einer Bank platziert werden, aber das ist ein Thema, zu dem kommen wir, glaube ich, dann eh später noch. Aber auch große österreichische Arbeitgeber wie die Novomatic sind nicht mit Aktien an der Börse, aber mit Anleihen zum Beispiel. Ja. Genau, also eine Anleihe ist nicht an eine Rechtsform gebunden des Emittenten, das heißt auch GmbHs oder eben auch Personengesellschaften können Anleihen emittieren. Und einfacher zu emittieren als eine Aktie. Ja. Ja, na wunderbar. Anders als eine Aktie, und ich danke dir, dass du von dir aus den Vergleich mit der Aktie, über die ich ja am meisten spreche in meiner täglichen Arbeit, gebracht hast, gibt es da eine Nominale bei der Anleihe, die man grundsätzlich kauft. Und Stückelung, Nominale, auch da ein paar Worte, warum es das gibt und was so die typischen Stückelungen sind, lieber Florian. Sehr gut, dass du das ins Spiel bringst, Christian, nämlich um ein paar Basics zu erklären. Eine Anleihe ist immer gestückelt und ein Stück hat immer einen sogenannten Nennwert. Und der Nennwert ist meistens bei Anleihen, die ins Privatpublikum verkauft werden, 1.000 Euro heutzutage oder 500 Euro, ist natürlich frei wählbar vom Emittenten. Übrigens ganz kurze Zwischenbemerkung, ein Emittent kann die Anleihebedingungen frei gestalten. Das ist Vertragsfreiheit. Im Gegensatz zu Aktien. Aktien unterliegen dem Aktiengesetz, können nicht frei ausgestaltet werden. Anleihen sind frei ausgestaltbar vom Emittenten. Das heißt, die Laufzeit, die Verzinsung, die Stückelung ist frei ausgestaltbar. Es gibt natürlich auch größere Stückelungen, sehr viel mit 100.000 Euro. Das ist natürlich dann für sogenannte institutionelle Investoren wie Versicherungen, Pensionskassen, Investmentfonds. Warum werden solche Anleihen mit hoher Stückelung begeben? Die sind nämlich befreit, ich nehme jetzt etwas vorweg, von der Prospektpflicht, einfacher zu emittieren vom Emittenten. Jedenfalls eine Anleihe hat Stückelung mit einem Nennwert, sagen wir, von 1.000 Euro und die Summe aller Stückelungen ist das Gesamtnominale einer Anleihe. Das Gesamtnominale, das ist das Emissionsvolumen. Da gibt es auch keine Grenzen. Wir haben Anleihen von 100.000 Euro, war die kleinste Anleihe, die wir je hatten, bis viele Milliarden Euro. Also das gesamte Emissionsvolumen nur unter Anführungszeichen 100.000 Euro. Ja, hatten wir als kleinste Anleihe ever. Ja. Und die größten Anleihen kommen vom Bund, weil der auch immer wieder aufstockt. So ist es, genau. Also über 10 Milliarden Euro sind die Bundesanleihen. Das ist auch international schon eine Size, glaube ich, ne? Die 10 Milliarden. Sind international eine schöne Size. Ja. Ich lasse jetzt ein wichtiges Wort fallen, Benchmark-Emissionen. Dass man sagt, Benchmark-Emissionen sind liquide Anleihen, die auch rege gehandelt werden. Das beginnt ab 500 Millionen Euro, sagt man am Markt. Das heißt, ein Volumen von 10 Milliarden Euro ist super liquide am Sekundärmarkt. Das sind eben die Anleihen der Republik Österreich.
Jetzt mache ich noch eine kurze Zeitreise. Mit 33 Jahren in diesem Geschäft hast du ja auch die österreichische Schilling-D-Mark-Bindung miterlebt. Das war ja für Österreich eine wesentliche Karte, an einer extrem starken Währung quasi angebunden zu sein, was auch für die Staatsanleihen ein super Sales-Argument war natürlich. Jetzt die Euro-Phase. Was hat sich da verändert, deiner Meinung nach, im Zugang der Investoren durch diese Umstellung? Das Geschäft ist internationaler geworden. Ja. Wir haben früher gesehen in der Schilling-Phase von internationalen Emittenten reine Schilling-Anleihen, die nur in Österreich platziert wurden, weil ja der Schilling halt nur in Österreich war. Heute werden Emissionen, große Emissionen, breit gestreut in vielen Ländern verkauft. Und das ist schon ein großer Vorteil des Euro. Mhm. Ja. Ja. Du hast erwähnt, dass ich als Emittentin, Emittent mir da ziemlich viel frei aussuchen kann, unter anderem die Stückelung. Wenn ich jetzt 1.000 Euro Stückelung mache, ist es ganz klar, ich richte mich auch an Privatanleger mit diesem Angebot. Und da möchte ich jetzt wieder weitergehen bei den Basics. Eine Anleihe kommt meistens zu Kurs 100 oder rundherum. Und wir sprechen von einer Prozentnotiz. Auch da bitte ein paar Worte dazu, was das heißt, Prozentnotiz. Der Nennwert, ich sage es immer in meinen Seminaren, ist ein Wert, an dem sich die Verzinsung, der Ausgabekurs und der Rücknahmekurs orientiert. Die Verzinsung ist ja im Prozent vom Nennwert. Wenn eine Verzinsung 4% ist, heißt das 4% vom Nennwert. Mhm. Der Ausgabekurs 100 heißt nicht 100 Euro, mhm, sondern 100% vom Nennwert. Mhm. Und der Ausgabekurs, wie du Christian schon gesagt hast, kann auch leicht drunter oder drüber liegen. Genau. Das heißt 99% Ausgabekurs heißt 99%, wenn die Stückelung 1.000 ist, von 1.000 Euro, das wären eben 990 Euro dann, ja, pro Stück. Der Rücknahmekurs ist meistens zum Nennwert, das heißt mit, wenn die Stückelung 1.000 ist, mit 1.000 Euro. Genau. Das heißt, der Nennwert, ich sage es, ist eine Bezugsgröße. Mhm. Es gibt viele, viele Sonderformen, aber bleiben wir mal bei Tilgung zum Schluss zu 100, um das nicht zu kompliziert zu machen. Und ich möchte jetzt auch dieses fiktive Beispiel bringen. Du hast 4% genannt. Du kaufst eine Anleihe um zum Beispiel 10.000 Euro zu Kurs 100 in der Emission, bekommst jährlich 4%. Dann gibt's, muss man fairerweise sagen, die Kapitalertragssteuer drauf. Die ist in welcher Höhe für Anleihen? 27,5%, genauso hoch wie für Dividenden, wo ja auch 27,5% abgezogen wird. Genau, die Tilgung erfolgt wieder zu 100. So, wenn ich jetzt hergehe und eine Anleihe, die zum Beispiel begeben wurde, um es wieder einfach zu machen, am 1. Jänner, ja, wird kein Handelstag sein, aber bleiben wir mal beim 1. Jänner und ich kaufe sie jetzt am 31. August. Wie läuft das dann? Was zahle ich dann dafür, wenn die zum Beispiel 100 kostet? Ich möchte, weißt du, wo ich hin will? Stückzinsen. Du sprichst jetzt was an, Christian, was mich als 18-Jähriger, als ich meine erste Anleihe gekauft hat, zum Grübeln gebracht habe. Mhm. Da habe ich auf einmal viel mehr gezahlt als den Nennwert und habe mir gedacht, komisch, sind das Provisionen an die Bank? Erst als ich zum Bankberater gegangen bin, hat er mir das erklärt. Vorher hat er es mir nicht erklärt. Ich meine, hat sich gedacht, ich weiß es eh. Und das wissen, glaube ich, viele Leute nicht. Anleihen werden gehandelt exklusive Stückzinsen. Das heißt, wenn man zwischen zwei Zinsausschüttungen, man sagt auch Coupon-Terminen, eine Anleihe verkauft, werden die Zinsen aliquot abgerechnet. Das heißt, der Käufer zahlt dem Verkäufer die aliquoten Zinsen, in deinem Beispiel vom 1. Jänner bis für 8 Monate. Für 8 Monate. Und der Käufer zahlt ja diese Zinsen, dafür erhält er ja am 1. Jänner des Folgejahres vom Emittenten die vollen Zinsen für das ganze zurückliegende Jahr. Mhm. Und der Verkäufer erhält, und das ist ein voll faires System, die sogenannten Stückzinsen, das sind eben die Aliquotenzinsen, vom 1. Jänner bis zu seinem Verkaufstag. Genau, ja, war mir wichtig, das zu erwähnen. Und das Zweite, wichtig gerade jetzt aktuell, wieder diese fiktive Anleihe, 10 Jahre 4%. Und jetzt verändert sich das Zinsniveau.
Ja, angenommen, wir kaufen jetzt beide diese Anleihe oder einer von uns kauft diese Anleihe 4% auf 10 Jahre und das Zinsniveau geht dann runter auf 0% wieder, wie wir es gesehen haben vor kurzer Zeit. Das wird bei den Anleihen nicht so sein. Sagen wir mal auf 1%. Was passiert dann mit dem Kurs der Anleihe, die wir zu 4% gekauft haben? Ist dann, genau. Kurse von alten Anleihen steigen, wenn das Zinsniveau am Markt fällt. Genau. Warum? Wenn man jetzt für neue Anleihen nur 1% Zinsen bekommt, ja, wer würde dann eine 4%ige auch um 100% verkaufen? Da wäre er dumm. Deshalb steigen die Kurse von 4%igen so, dass die Rendite dann ungefähr entspricht einer 1%igen Anleihe mit dieser Laufzeit. Und je nach Laufzeit kann das dann durchaus auch auf über 110, 115 und so weiter gehen. Das haben wir alles gesehen in den letzten Jahren. Andere Extrembeispiel, das Zinsniveau, du hast das erwähnt, du hast in den 80er Jahren einen 8% oder mehr gekauft. Die Zinsen steigen von 4% auf 8%. Was heißt das für unsere 4% Anleihe? Genau, dann sinkt der Kurs unter den Nennwert. Da möchte ich auch alle potenziellen Anlegerinnen und Anleger beruhigen. Ein zwischenzeitliches Sinken des Kurses unter den Nennwert braucht man sich keine Sorgen zu machen, wenn man die Anleihe bis zum Laufzeitende halten will, weil sie wieder zum Nennwert zu 100% getilgt. Das heißt, keine Sorge, wenn der Kurs zwischendurch sinkt aufgrund des Zinsniveaus. Die Kurse können natürlich auch aus anderen Gründen sinken, aber da sprechen wir dann später drüber. Dann nehmen wir den Punkt durchaus gleich jetzt. Okay. Also es kann sich natürlich was beim Schuldner verändern. Nehme ich an, dass du darauf mal anspielst. Genau. Ne? Wenn es da negative Nachrichten gibt, punkto Zahlungsfähigkeit, vielleicht auch zur Tilgung hin, dann kann das natürlich schon der Fall sein, dass die Anleihe das einmal ein bisschen vorwegnimmt im Kurs. Ne? Anleihenkurse schwanken auch, nicht so sehr wie Aktien im Regelfall. Wie wir schon erwähnt haben, erstens bei Veränderung des Zinsniveaus, aber vor allem nach unten, wenn die wirtschaftliche Situation eines Emittenten sich drastisch verschlechtert und vielleicht sogar ein Zahlungsausfall droht, dann kann der Kurs eines schlecht dastehenden Emittenten schon um viele Prozentpunkte sinken. Wir haben leider in der Vergangenheit auch Ausfälle erlebt, aber ich muss sagen, in meinen 33,5 Jahren die tausenden Anleihen, die ich gesehen habe, es gab nicht viele Ausfälle. Die bekanntesten waren Alpine ich, ne? Bau ja. Und die nicht Wien. Nicht Föstalpine, bitte oh, ja. Alpine, ja. Und die Wien Wert vor ein paar Jahren. Genau. Aber da eigentlich 99,% der Schuldner zahlt ihre Anleihe auch zurück. Ja. Na, dann bleiben wir gleich auch bei einem Thema. Natürlich ist auch bei einer Anleihe, gerade bei einer Anleihe, weil er diese Prozentnotiz auch Vergleichbarkeiten bei gleicher Laufzeit ermöglicht, ist es ja so, dass du sagst, jetzt schaue ich mir an, welche 10-jährigen Anleihen gibt es gerade bei meiner Bank oder im Internet schaue ich, recherchiere ich bei meinem Broker und da sehe ich die eine Anleihe, die liefert mir 4% Schuldner Republik Österreich und dann gibt es ein Unternehmen, das zahlt 5% und eins, das zahlt 7%. Was drückt dieser Unterschied in den Coupons, in den Verzinsungen aus? Das ist der berühmte Zusammenhang Risiko und Rendite. Je höher das Risiko eines Schuldners, desto mehr Zinsen muss er auch bieten, weil wer würde die Anleihen des nicht so gut dastehenden Schuldners kaufen, wenn er nur gleich viel bietet wie die Republik Österreich? Das heißt, ein schlechterer Schuldner muss mehr bieten, damit er attraktiv für Anleger am Primärmarkt. Primärmarkt ist die Verkaufsphase einer Anleihe ist. Deshalb gibt es unterschiedliche Zinsen für unterschiedliche Ratings. Rating ist grob gesagt die Einstufung eines Unternehmens durch eine externe Ratingagentur hinsichtlich der Schuldentilgungsfähigkeit. Ja. Das kennen wir bei Staaten, das kennen wir auch bei Unternehmen. Rating, ganz, ganz, ganz wichtig. Und du hast den Primärmarkt angesprochen, das ist dieses Ding, wo man rund um die 100 herum dann noch ein bisschen getuned, 99, 101 und so weiter, Anleihen von Staaten, von Kommunen, von Unternehmen und anderen Emittenten kaufen kann. Und dann gibt es den Sekundärmarkt, das ist, wo bereits gelistete Anleihen auch täglich gehandelt werden können, so sie an einer Börse notieren. Und da haben wir jetzt die Situation, dass viele Anleihen deutlich
unter 100 notieren, die in den letzten Jahren begeben worden sind. Wir haben es eh schon angekündigt, aber weil es mir ein wichtiges Thema ist, dass die Leute das auch verstehen, würde ich dich nochmal bitten, das zu präzisieren, was es heißt dann letztendlich für einen Käufer einer Anleihe, wenn er am Sekundärmarkt jetzt eine Anleihe, zum Beispiel der Republik Österreich, um 85 kauft. Genau, also wie schon vorher erwähnt, die Zinsen sind gestiegen, weil die Notenbanken die recht hohe Inflation mit hohen Zinsen versuchen einzudämmen. Dieses erhöhte Zinsniveau hat dazu geführt, dass die Zinsen von alten Anleihen sinken. Je länger die Restlaufzeit einer Anleihe... Die Kurse sinken, muss ich präzisieren. Danke, nicht die Zinsen, die Kurse. Danke. Ja. Je länger die Restlaufzeit einer Anleihe, desto stärker sinkt der Kurs. Und so bekommt man eben heute für 10-jährige Anleihen, die noch 10 Jahre laufen am Sekundärmarkt, mit niedriger Verzinsung recht günstige Kurse. Man hat dann zwar niedrige Zinsen, aber man macht ja, wenn man sie bis zum Schluss behält, einen Kursgewinn zusätzlich. Mhm. Wenn man heute eine Anleihe um 85% vom Nennwert kauft, das heißt eben, man zahlt für ein 1.000-Euro-Stück 850 Euro und in 10 Jahren bekommt man 1.000 Euro retour, macht man in diesen 10 Jahren 15 Euro Kursgewinn. Und wenn man die aufteilt auf die 10 Jahre, ist das über 1% Kursgewinn noch dazu Pro Jahr. Und letztendlich sind wir alle Mathematiker und die Preise von Anleihen kommen auch nicht zufällig, sondern geringerer Coupon heißt tieferer Kurs und je nach Laufzeit ist dann wieder ein faires Gesamtangebot. Auf die Steuer muss man natürlich als Privatanleger auch immer schauen in diesen Dingen, weil ja da letztendlich zunächst einmal weniger gezahlt wird. Genau. Dann haben wir noch so einen Punkt. Es sind in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele Green Bonds von Unternehmen, aber auch von Österreich, vom Staat begeben worden. Da ein paar Worte, was ein Green Bond genau ist und wie da die Ausstattung aussieht. Die Überkategorisierung heißt ESG Bonds. Ja. ESG steht für Environmental Social Governance. Dazu gehören Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Linked Bonds. Mit Green Bonds sollen Investitionen getätigt werden, die den Klimaschutz fördern. Das wird auch jetzt von der EU stark erkannt. Green Bonds werden künftig sogar gefördert werden. Wahrscheinlich, man weiß noch nicht wie. Mhm. Bei Green Bonds kann man als Investor etwas Gutes für die Umwelt tun, weil es ist sichergestellt, dass der Emissionserlös eines Green Bonds für grüne Zwecke verwendet wird. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mhm. Deshalb wird bei Green Bonds Folgendes verlangt. Wir haben an der Wiener Börse ein Green Bond Segment. Wir verlangen eine sogenannte Second-Party-Opinion von einer unabhängigen Agentur, die die Einhaltung des Emissionserlöses für grüne Zwecke überwacht und bestätigt. Zweitens, jeder Emittent, der einen Green Bond begibt, muss ein Green Bond Framework verfassen, wie alle seine Strategien aussehen in Bezug der grünen Anleihe. Es gibt regulatorische Maßnahmen mittlerweile. Früher mal hat es privatrechtliche gegeben. Der ICMA, das ist eine Anleihenorganisation, eine internationale, und die EU arbeitet auch gerade an Verordnungen für ESG-Bonds. Wir haben an der Wiener Börse mittlerweile über 100. Mhm. Gab es jetzt unlängst eine Aussendung, glaube ich, ne? Ja, da gab es eine Aussendung. Ja. Werden begeben einerseits von Banken, die damit Kredite vergeben, mit denen Umweltinvestitionen getätigt werden, zum Beispiel Wärmedämmungen von Häusern finanziert werden. Andererseits direkt von Emittenten begeben, die UBM, mhm. Das ist ein österreichischer Immobilienentwickler, der börsennotiert ist, hat Anfang Juli einen Green Bond begeben. Mhm. Ja.
Da gibt man sich selbst auch immer so KPIs, so Goals, so Ziele, die erreicht werden müssen, damit der Coupon dann noch spannender wird, glaube ich. Ne? Das ist bei den Sustainability-Linked Bonds. Okay. Da gibt es KPIs, Ziele. Wenn die nicht erreicht werden, muss der Coupon gemäß Emissionsbedingungen der Anleihe dann erhöht werden. Das ist quasi ein Anreiz, ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche für das Unternehmen, diese Umweltziele auch zu erreichen. Jetzt all das, was du in den letzten 3 Minuten gesagt hast, dass das auch überprüft werden soll und muss, das ist gut und richtig, aber das klingt danach, als würde es Geld kosten für den Emittenten, für die Emittentin. Wie wirkt sich das auf die Rendite aus? Bleiben die Anleihen kompetitiv? Ja, also sonst würden sie ja nicht gekauft werden. Ja, sie können aber auch aus dem Motiv, etwas für die Gesellschaft zu tun, gekauft werden. Also ich glaube, es gibt Untersuchungen von Masterarbeiten zu diesem Thema, ob es Unterschiede gibt. Ein Anruf von jemandem, der Podcast taugt. Ja, genau. Ja, nein, Spaß beiseite. Aber ich glaube, die Renditeunterschiede sind marginal. Ja. Das heißt, Investoren, auch wenn sie grün orientiert sind, die Rendite muss schon passen. Spannend, lieber Florian, und danke dafür. Jetzt haben wir das I erledigt. Ich interessiere mich jetzt auch noch für das S, weil ich glaube, dass das G weniger Bedeutung hat. Also S steht für Social Bonds. Genau. Da werden die Anleihenerlöse in soziale Projekte investiert, wie zum Beispiel geförderten Wohnbau. Beispiel die BKS Bank aus Klagenfurt, die hat 2 oder 3 Social Bonds begeben mit eher kleinerem Emissionsvolumen, wo eben, glaube ich, sozialer Wohnbau gefördert wird. Also wirklich sehr tolle Projekte und wir hoffen und sind sicher, dass da viel mehr kommen wird in der Zukunft. Es gibt für Social Bonds jetzt was ganz Neues, das haben wir aus der Türkei bekommen, von der Akbank, nämlich einen Bond, wo Frauen gefördert werden, vor allem in Emerging Markets, zum Beispiel Frauen, die ein kleines Unternehmen gründen wollen, dass ihnen günstige Kredite zur Verfügung gestellt werden. Hochinteressant, und ich glaube, die Anleihen sind ein besseres Beispiel noch als die Aktien, sage ich jetzt mal, ja, ohne dir jetzt irgendwas in den Mund zu legen, um irgendwie Investmentziele wirklich zielgerichtet zu adressieren auch letztendlich. Da gibt es eine klare Widmung für den Emissionserlös von solchen Anleihen, sei es jetzt der Environmental oder auch Social. Und das ist einfach eine tolle Sache und ist eigentlich meistens überzeichnet, glaube ich, oder so ein Angebot. Unterschiedlich. Ja? Die großen Corporate Bonds wie von OMV, von Wienerberger, die gehen immer weg wie das warmen Semmeln. Da steigen nämlich sowohl institutionelle Anleger ein, als auch private. Schwerer haben es die Firmen, um die sich keine Banken kümmern. Die unsere österreichischen Banken sagen, unter 50 Millionen Euro Emissionsvolumen rentiert sich das für uns nicht, aufgrund, da verdienen wir zu wenig. Das heißt, Unternehmen, die so 20, 30 Millionen brauchen oder 10 Millionen, die müssen schauen, dass sie die Emissionen selber organisieren und verkaufen. Als Beispiel habe ich schon im Einstieg die WEB Windenergie genannt. Das sind sogenannte Eigenemissionen. Eigenemission heißt, die nicht mit Hilfe einer Bank platziert werden. Die sind natürlich nicht überzeichnet. Da tut sich der Emittent eher schwerer, das zu verkaufen. Dann komme ich zu einem großen Thema, variabel verzinste Anleihen. Man kann sich vorstellen, was darunter gemeint ist, aber ich lasse den Experten antworten. Ja, so wie bei Krediten, wo es ja Fixzinskredite und variabel verzinste Kredite gibt, gibt es genauso auch Anleihen, die fix verzinst sind, die heißen auch Straight Bonds. Über die haben wir jetzt gesprochen. Plain Vanilla Bonds, wo eben die Höhe des Coupons, die Verzinsung über die gesamte Laufzeit gleich bleibt. Und dann gibt es variabel verzinste Anleihen. Da richtet sich der Zinssatz nach einer Benchmark, das einer Messlatte, das ist meistens der Euribor. Wenn der Coupon vierteljährlich ausgeschüttet wird, ist es eben der 3-Monats-Euribor, wenn er 6-monatlich gezahlt wird, der 6-Monats-Euribor und so weiter. Die variabel verzinsten Anleihen haben den Vorteil, dass der Kurs immer, der Börsekurs immer um die 100% ist, weil ja
der Zinssatz quasi mit dem Markt mitgeht. Variabel verzinste Anleihen empfiehlt sich dann zu kaufen, wenn das allgemeine Zinsniveau tief ist, weil dann steigt man mit, wenn die Zinsen raufgehen. Wenn das Zinsniveau hoch ist, ist es gescheit, wie jetzt, wo wir wahrscheinlich, meine persönliche Meinung, bald den Plafond erreicht haben. Meine auch, / Risikohinweis, ja, genau. Ja. Ist es gescheit, eine Fixverzinste zu kaufen, weil bei einem Variabelverzinsten würde man bei sinkendem Zinsniveau dann weniger bekommen in der Zukunft an Zinsen. Ja. War mir wichtig, dass wir den Punkt auch reinbringen, wie groß ist die Bedeutung vom Volumen her jetzt zu circa von variablen Anleihen gegen die Straits? Also vom Emissionsvolumen her viel geringer, weil die Republik Österreich begibt die Bundesanleihen nur mit fixer Verzinsung. Die meisten Bankanleihen und fast alle Unternehmensanleihen werden auch mit fixer Verzinsung begeben. Banken begeben als einzige variable verzinste Anleihen, die werden auch übrigens Floating Rate Notes oder Floater genannt. Aber vor allem auch für ihre Kunden, um ein Angebot auch im Nostro-Konto, im Eigenangebot zu haben, denke ich mal. Genau. Ich denke gar nicht, dass das so eine Treasury, so eine Verschuldungssache ist, sondern eher, um ein kompetitives Angebot zu haben. Und um das jetzt abzurunden noch, möchte ich noch ein paar Spezialbegriffe bringen. Jetzt zuletzt, vor einer Woche wieder losgegangen und ich finde es gut, Finanzminister Brunner hat ein Comeback der Bundesschätze angekündigt. Was sind Bundesschätze? Ja, da möchte ich gleich etwas klarstellen, ein potenzielles Missverständnis nämlich klarstellen. Super. Bundesschatz.at, ich war selber dort registriert und habe selber gekauft vor vielen Jahren. Ich auch. Ist für Anleger kein Wertpapier, das ist mehr wie Festgeld. Mhm. Mit 1 Monat, 3 Monat, 6 Monat, 12 Monats Laufzeit. Das ist kein Wertpapier, das an der Wiener Börse notiert. Da borgt man dem Bund direkt Geld. Es gibt ein vergleichbares Produkt vom Sparkonzern, also von Sparwarenhandels, die Sparanlage.at. Genauso gibt es das immer noch? Ja, gibt es. Ich habe es auch persönlich. Damals, ja, okay, das war große Konkurrenz zum Bundesschatz, weil es ja schlechtere Schulden sind. Bieten die natürlich mehr, die Spar. Ja. Kann man, müssen ist sie, eine ich Art auch, Festgeld. Ne? Müssen sie auch aus der gleichen Logik, die wir vorher besprochen weil haben. Weil sie ja nicht das gleiche Rating wie der Bund haben. Ja. Richtig. Spannend, spannend. Ich knalle trotzdem jetzt noch ein paar Begriffe hin, um das wirklich abzurunden. Vielleicht nicht ganz in der Logik einer chronologischen Abfolge, aber Nullkuponanleihe. Nullkuponanleihen zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine laufende Verzinsung haben. Der Ausgabekurs von einer Nullkuponanleihe ist weit unter Pari. Das heißt, wenn 1.000 Euro Stückelung zum Beispiel, zahlt man beispielsweise 800 Euro nur. Mhm. Das heißt, und bekommt nach der Laufzeit, sagen wir 5 Jahren, 1.000 Euro Retour. Zwischenzeitlich bekommt man eben keine Verzinsung. Die Rendite ergibt sich aus dem Unterschied zwischen Ausgabekurs und Rückzahlungskurs. Das wird man zum Beispiel auch dann machen, wenn man die Ausschüttungen nicht wieder veranlagen will, weil man entweder keine Zeit hat oder auch glaubt, dass man es dann nur schlechter kann als jetzt. Ja, und es empfiehlt sich nur in Phasen mit höherem Zinsniveau eine Nullkuponanleihe zu kaufen, wobei es in der Realität, es gibt kaum Nullkuponanleihen am Markt. Hat es jetzt lange nicht mehr. Früher war das ein Klassiker irgendwie und die Zertifikateindustrie, die ja letztendlich auch Anleihen begibt, Schuldverschreibungen, haben die immer wieder eingesetzt, um quasi dann spekulative Dinge in der Spitze zu machen, um ein schönes strukturiertes Produkt darzustellen. Wandelanleihen. Wandelanleihen sind eine Sonderform der Anleihen, begeben von meistens Unternehmen, die nicht dem Finanzsektor zugehören. Die Sonderform deshalb, da hat der Emittent, da hat der Investor das Wahlrecht, die Anleihe in Aktien zu tauschen. Entweder, und da muss man sich jeweils die Anleihebedingungen anschauen, gibt es eine Wandelfrist, die länger läuft während der Laufzeit der Anleihe oder gewisse Wandlungstermine, muss man sich einfach die Anleihebedingungen anschauen. Jedenfalls ist das ein Recht, aber keine Pflicht.
eine Wandelanleihe zu tauschen. Ist ein super Instrument, steigt nämlich die zugrunde liegende Aktie, dann ist es geschickt, die Wandelanleihe zu tauschen gegen die Aktie. Fällt die Aktie, wird man die Anleihe behalten und mit dem Nennwert zurückzahlen lassen. Es gibt da spezialisierte Player und Fonds, die da tolle Renditen durch gutes Timing auch geschafft haben. Wir beide haben in den 80er Jahren begonnen, da waren Pfandbriefe sehr wichtig. Wie wichtig sind Pfandbriefe heutzutage und wo ist die Unterscheidung letztendlich zu Anleihen hin? Ja, kurz erklärt, was Pfandbriefe sind. Pfandbriefe gehören natürlich genauso zur Kategorie Schuldverschreibungen und sind besonders besichert. Es gibt ein eigenes Pfandbriefgesetz, also da gibt es einen sogenannten Deckungsstock bei Pfandbriefen, das ist ein Sondervermögen, das wirklich nur zur Sicherstellung der Pfandbriefe beiseite gelegt ist bei Emittenten. Pfandbriefemittenten sind österreichische Banken und verkaufen die Pfandbriefe heute international. Ein Argument, sie zu kaufen von einem Investor, ist die besondere Sicherheit. Deshalb ist natürlich die Rendite auch etwas geringer als bei sogenannten Senior-Anleihen. Kurz erklärt, Senior, das ist der Status, wenn es weder besichert ist, aber auch nicht nachrangig ist, eine Anleihe. Das heißt, man hat die normale Gläubigerstellung. Und unter Senior kommt noch die Stellung nachrangig. Wenn man eine nachrangige Anleihe kauft, das sagt schon das Wort so schön aus, ist man vom Rang im Insolvenzfall nach dem besicherten und nach den Senior-Anleihen von der Rückzahlung her, aber vor den Eigenkapitalgebern. Spannend, spannend. Der Vollständigkeit halber muss man sagen, das hat früher größere Bedeutung gehabt als jetzt, meiner Meinung nach, dass man natürlich Anleihen auch in Fremdwährung kaufen kann. US-Dollar, früher, wir haben es gesagt, war das 10%, 12%, 13% Verzinsung. Welche Bedeutung haben Fremdwährungsanleihen heutzutage noch in Österreich? Also für Private glaube ich weniger. Richtig, ja. Interessant sind eher die Weichwährungsanleihen mit hoher Verzinsung, türkische Lira, südafrikanischer Rand, verlocken, glaube ich, immer wieder Leute die hohen Verzinsungen von 13%, 14%. Allerdings bitte immer darauf achten, bei Fremdwährungsanleihen hat man noch dazu das Fremdwährungsrisiko, nicht nur das Emittentenrisiko und das Kursrisiko aufgrund des Zinsniveaus, sondern auch noch ein Fremdwährungsrisiko. Und türkische Lira, man hat sie in den letzten 2 Jahren gesehen, wie stark sie gesunken ist. Da hat einmal ein Fondsmanager gesagt, türkische Lira, statt türkische Lira. Ja. Und natürlich wird es auch etwas höhere Spesen geben, muss man auch noch beachten. Lieber Florian, abschließend möchte ich noch darauf zurückkommen, wir machen das jetzt nicht ohne Grund genau jetzt, weil Anleihen waren eigentlich für einen Privatanleger, muss man sagen, relativ uninteressant in den vergangenen Jahren. Jetzt sind wir beide, /Risikohinweis, der Meinung, dass das wieder durchaus ein Thema in der Geldanlage ist. Wie kann ich jetzt eine Anleihe kaufen? Bei jedem Broker natürlich. Ein paar Worte auch dazu, wie das funktioniert. Also eine Anleihe kann man sowohl am Primärmarkt kaufen, das heißt in der Emissionsphase, als auch am Sekundärmarkt. Übrigens, die Wiener Börse bietet für Unternehmensanleihen, die neu auf den Markt kommen, einen eigenen Newsletter, damit da kann man sich auch registrieren und bekommt ihn zugeschickt, wenn es eine neue Unternehmensanleihe gibt, weil die Zeichnungsphasen sind oft recht kurz und die kann man leicht versäumen. Das heißt, das kann ich auch als Privatanleger. Ja, als Privatanleger. Das werden wir verlinken in den Shownotes dann natürlich zu dieser Folge unbedingt. Ja, als Privatanleger, wir haben glaube ich 800, 900 Leute, die diesen Newsletter beziehen. Jetzt ist plus eins dann nach dieser Folge, ja. Auf jeden Fall mal mich. Ja. Ja, genau. Und da machen wir auf Neuemissionen von Unternehmensanleihen aufmerksam. Ja. Man geht zur Bank oder man macht es über einen Online-Broker, eine Zeichnung, eine normale Zeichnung. Oder wenn man es am Sekundärmarkt kauft, gibt man einen Auftrag. Wichtig ist immer mit einem Limit. Anleihen, vor allem marktengere Anleihen, wo es nicht so viel Emissionsvolumen gibt, die werden nicht so oft gehandelt. Anleihen sind ja für viele Investoren, vor allem für private Buy-and-Hold-Papiere. Ja. Das heißt, die kaufen das, um einfach die Zinsen, die höheren, zu kassieren und am Schluss sich zurückzahlen zu lassen. Das heißt, nicht enttäuscht sein, wenn man die Anleihe nicht
gleich am nächsten Tag bekommt, sondern vielleicht erst nach ein, zwei Wochen, vor allem bei, wie gesagt, bei marktengeren Anleihen. Und ein Limit ist auch wichtig, damit man sich absichert gegen Kursausreißer. Mhm. Am Ende der Laufzeit geht dann alles vollautomatisch. Die Anleihe wird getilgt. Ich kriege mein Geld aufs Konto. Für mich war es wichtig hinzuweisen, dass das über das ganz normale Konto geht, dass man Ausnahmen gibt, immer Bundesschätze und so hast du erwähnt, geht nicht über die Börse. Und allerletzte Sache noch, wie groß ist die Wiener Börse momentan im Anleihensegment? Wie viele Bonds sind da ungefähr gelistet und um was geht's da? Also die Wiener Börse ist erfreulicherweise in den letzten paar Jahren unglaublich gewachsen im Anleihensegment. Das ist aber nicht auf österreichische Anleihen zurückzuführen, sondern das zurückzuführen, dass es uns gelungen ist, internationale Emittenten, zum Beispiel wie die spanische Großbank BBVA, jetzt kommt auch die Citibank, dazu zu bringen, ihre Anleihen nicht an der Börse Euronext Dublin zu listen, sondern an der Wiener Börse. Ganz kurzer Hintergrund, da geht es nicht um einen aktiven Handel bei diesen internationalen Anleihen, sondern da geht es um ein reines Listing, ein notwendiges Listing, das diese Emittenten brauchen. Gehandelt werden die weil meistens außerbörslich OTC-mäßig. Ja, genau. Und wir sind da so stark gewachsen, wir haben letztes Jahr über 6.000 neue Anleihen notiert und über 5.000 davon sind international. Also der österreichische Markt ist anzahlmäßig relativ stabil von den Listings mit 800 bis 1000 Anleihen jährlich, die von österreichischen Emittenten neu zur Wiener Börse kommen. Ich bin ein großer Fan, also Primärmarkt, danke für den Hinweis. Ich freue mich auf den Newsletter. Ich bin auch ein großer Fan vom Sekundärmarkt und es zahlt sich das sicherlich aus, einmal an der Wiener Börse zu stöbern auf der Website. Da findet man sich gut zurecht. Das ist ziemlich selbstlernend, sage ich mal. Danke für dein Kompliment, Christian. Wir haben uns sehr bemüht, ja. Ich bin da immer wieder gerne zu Gast und habe auch zuletzt einiges für mich selbst erworben. Es ist natürlich klar, dass die Seite der Emittentinnen und Emittenten eher in den vergangenen Jahren aktiver, wie die Zinsen niedriger waren. Und wenn man da jetzt reinschaut, da kriegt man tolle Anleihen, subjektiv gesehen, deutlich unter 100, weil eben das Zinsniveau gestiegen ist. Ja, und es schadet nicht, sich da mal zu informieren und nach einer Zeit, wo man nur Sparbuch oder nur nullverzinstes Sparbuch oder nur Aktien war, kann man durchaus Anleihen meiner Meinung nach sich mal ansehen, beimischen. Ich hoffe, wir haben mit der Folge beitragen können, dazu ein bisschen ein Grundwissen zu haben. Was würdest du an vertiefender Literatur, da findet man sich auch was auf der Homepage der Wiener Börse, oder? Man findet auf der Homepage der Wiener Börse weniger Literatur für Investoren, es ist mehr emittentenbezogen, aber was sehr gut ist, ist die Filtermöglichkeit, um Anleihen zu finden. Man kann Anleihen finden nach Emittenten, nach Ländern, Herkunftsland des Emittents, nach Art der Anleihen. Da sind wir sehr stark. Literatur selbst es gibt empfehle ich eher Wifi-Kurse oder im Internet. Gibt es sehr viel zu finden. Ja, also habe ich zuerst gemeint, auch mit dieser tollen, inspirativen Möglichkeit, da ein bisschen zu suchen nach Emittenten, nach Laufzeiten, nach Coupons, die bezahlt werden. Und man wundert sich, irgendwann versteht man es auch, wundert man sich nicht mehr, wie tief und attraktiv manche Kurse da jetzt sind auf Tilgung 100 hin. Lieber Florian, ich spiele meine Abspannmusik. Ich glaube, es war eine tolle Einsteigerreise. Ich habe es bewusst für Einsteiger gemacht, diese Folge. Danke, dass du da mitgespielt hast. Du bist der absolut Richtige dafür. An euch da draußen, ich hoffe, es war viel an Inspiration und Kick vielleicht dabei, sich mal den Anleihensektor anzusehen. Und tschüss einmal von meiner Seite. Lieber Christian, danke für die Einladung und das hat mich sehr gefreut, über die Welt der Anleihen etwas erzählen zu dürfen. Viel Erfolg beim Investieren. Danke. Tschüss und Baba. Team Rosinger.
prepares you for equity start.